Hi, hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir das Drive-Review vom A959B von WL Toys. Das ist nicht so mein Teil, aber es macht richtig Spaß damit zu fahren, weil er hat echt richtig Power. Er bekommt die überhaupt nie auf die Straße, beziehungsweise auf dem Feldweg oder sonst wo. Er ist wirklich so heftig krass stark, das ist unglaublich. Ja, so kommen wir nun zu den 70 Kilometern Höchstgeschwindigkeit, die versprochen sind. Wie soll ich die checken? Überlegt habe ich mit GPS, aber ich habe mich dann für die einfache Variante entschieden. Ich werde die Höchstdrehzahl messen und darüber über den Raddurchmesser eben die Höchstgeschwindigkeit errechnen. So, da meine ersten Fahrversuche erfolgreich an einem windigen, schönen, sonnigen, ca. 2 Grad minus Tag erfolgt sind, habe ich mich entschieden, an einem weiteren Tag weiterzumachen. Der war allerdings auch nicht besser. Im Gegenteil, die zu fahrende Strecke ist teilweise mit Eis bedeckt. Also es war überwiegend Asphalt. Und das waren wirklich, ich sag jetzt nicht, glatte Stellen. Aber die Autofahrer unter euch sehen das ja hier schon mit eigenen Augen, dass hier einige extrem glatte Stellen dazwischen sind. Das ist allerdings perfekt, um zu checken, wie schnell das Teil ist und wie es beschleunigt, weil es ist wirklich top eben. Durch zwei Differentiale, also vorne und hinten, und den Allradantrieb ist das Teil wirklich relativ gut kontrollierbar, selbst auf Eis, obwohl, wie gesagt, die Leistung ist dann überragend zu viel für alles Mögliche. Aber ich habe im Anschluss da auch noch Feldweg, so kann ich auch die Federung etwas testen. Die leidet ganz klar unter fehlender Dämpfung, das ist natürlich in der Preisklasse, denke ich, normal. Sie funktioniert, es hat auch nicht viel Federweg, ist in dieser Größe, also es ist kein extremes Offroad-Fahrzeug. Dann würde ich eher zu einem größeren raten, im Maßstab 1 zu 12 oder 1 zu 10 zum Beispiel. Man kann ihn mit am Gas spielen auf Eis sehr gut kontrollieren, macht richtig Spaß. Ups, ein Kanaldeckel, fehlende Dämpfung, Überschlag. Da war ich wieder zu schnell, wie immer. Naja, fast immer. Aber dank einer wirklich starken und robusten Bauweise ist das Teil sehr, sehr stabil und nimmt vielleicht nichts übel. Was da piept, ist die Trimmung. Das ist nicht mein Vögelchen. Lässt sich die Bedienung für Sender und so weiter, ist alles okay. Reichweite ist gut, alles bestens. Trimmung funktioniert tadellos. Servos reagieren einwandfrei. Aber es ist ganz klar mechanisches Spiel in der Lenkung, welches nie eine präzise Einstellung zulässt. Da kommt aber später am Ende noch was zu.
Aber wie gesagt, man sollte nie die Preisklasse außer Acht lassen. Ich meine, wenn ich 300 Euro oder 200 Euro und mehr dafür für so ein Ding ausgebe, kann ich natürlich ganz was anderes erwarten und dann bekomme ich natürlich auch ganz was anderes. Aber Hitters ist für einen Einsteiger und ab und zu mal Spaß zu haben auf jeden Fall okay und ist wirklich schnell. Ist natürlich wie bei allem, man kann langsam damit fahren, aber es ist nur ein Millimeter Fingerbewegung und das Teil zieht echt an. Daher bin ich auch bei Quadcoptern oder ähnlichen Geräten immer der Meinung, mit was Langsamen anzufangen. Wenn ich die Möglichkeit habe, Gas zu geben, endet das schnell in einem Fiasko, das ist Überschätzung. Das ist bei einem Auto wie hier natürlich nicht unbedingt das Problem. Es ist erstens nicht so teuer und zweitens mal geht es nicht so leicht kaputt. Also ist das für Anfänger hier eine ganz tolle Geschichte und kann auch so jemand für zwischendurch mal Spaß machen. Also muss ich ganz ehrlich so zugeben, ja. Ganz klar ist, jeder Fehler in der Lenkung ist bei 70 Kilometer schon schwieriger auszugleichen. Es geht, klar, für einen geübten, etwas geübteren Piloten, hätte ich fast gesagt, Fahrer, ist das möglich. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber so schnell ist man in den wenigsten Fällen, wenn man auf so einen Platz fährt, gibt man zwischendurch mal richtig Kit, aber ansonsten, das geht schon. Wie gesagt, man muss immer den Preis auch im Auge haben. Vorteil dieser Größe ist natürlich, dass der kleine Chinese auch unter den großen Japaner passt. Also so mein Resümee ist, wer Spaß dran hat, so ein Teil zu fahren und wirklich eins mit Power sucht für ähnliche Sachen, wie ich die hier betrieben habe, überwiegend auf ebenen Flächen zu fahren, ist mit dem WL Toys A959B hervorragend bedient und es ist ja auch relativ kostengünstig, also es bleibt normalerweise unter 100 Euro. Aufgrund der niedrigen Bodenfreiheit ist er wirklich eingeschränkt Offroad-tauglich. Also man braucht schon einen geraden, halbwegs brauchbaren Feldweg, nicht so viel Schotter oder eben, das ist ein Fußballplatz, ich sag mal so ein Hartplatz, wie man das früher so oft hatte und so weiter, das ist alles okay. Aber wenn er ins Gras oder in ein unebenes Gelände kommt, wird er quasi schnell unfahrbar, außer man fährt extrem langsam, was natürlich dann auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Also wer ins Gelände möchte, wirklich richtig Gelände fahren, der sollte sich 1:12 oder 1:10er Modell angucken, nicht 1:18 oder 1:24, die sind zu klein. Da geht es auch um die Raddurchmesser, um die Bodenfreiheit. Und da schickt auch eine Geschwindigkeit von 35 oder 40 Kilometer, da braucht man keine 70, also ist auch definitiv mal sicher.
Also an den hinteren Federbeinen sind Plastikringe, die die Federspannung erhöhen. Diese habe ich entfernt und somit ein wesentlich besseres Fahrverhalten erreicht. Das auf der Matte jetzt und über diesen kleinen Absatz springen, wäre mit dem Original-Setting quasi gar nicht möglich, weil er auf der Hinterachse extrem springt, weil die Feder zu stark ist und keine Dämpfung hat. Dadurch, dass ich die Feder weicher gemacht habe, weil ich den Ring entfernt habe, den kann man einfach so rausziehen, habe ich dann wirklich eine wesentlich bessere Dämpfung. Das ist wie hier auch, das ist eindeutig immer die Hinterachse, die dann abhebt. Das heißt, er fährt über das Hindernis und wenn er schnell genug ist, dann springt er an der Hinterachse dermaßen, dass er sich überschlägt. Wie gesagt, es geht in keinem meiner Videos darum, hier irgendein Produkt zu präsentieren im besten Licht und irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Das ist meine objektive Meinung zu dem Thema und wenn ich Scheiße finde, sage ich mal, dann ist es das auch in meinen Augen. Da sieht man, wie das Vorderrad wackelt. Ich wackel natürlich etwas, um das herauszufordern. Da sieht man die Ringe. Da ist er weg, der Ring. Und das sind noch ein paar Bilder von der Lenkung vorne. Bodenplatte ist gut und stabil. Und da messe ich die Drehzahl und sage jetzt schon mal danke fürs Gucken. Viel Spaß mit dem Teil, wenn ihr es euch kaufen wollt. Und ich hoffe, bis zum nächsten Review oder Unboxing. Dankeschön fürs Gucken. Bye. Außerdem, ja, er ist fast 73 Kilometer schnell, rechnerisch gesehen. Ich denke, er ist es auch. Bye.